Der Zeitpunkt des Manövers war kein Zufall. US-Langstreckenbomber und Kampfflugzeuge haben über Südkorea ihre Angriffsfähigkeiten demonstriert. Es ist vor allem eine Warnung in Richtung Nordkorea. Beteiligt an der Übung waren von Seiten der US-Luftwaffe zwei strategische Langstreckenbomber des Typs B-1B sowie vier F-35B Mehrzweckkampfflugzeuge. Zusammen mit südkoreanischen Kampfjets übten sie ihre Angriffsfähigkeiten. Laut Angaben der Luftstreitkräfte Südkoreas sollte damit die Entschlossenheit der beiden verbündeten Länder gezeigt werden, mit Provokationen Nordkoreas umzugehen. Zuletzt hatte der UN-Sicherheitsrat den jüngsten Raketentest Nordkoreas einstimmig als empörend bezeichnet.